Hey, hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Revenger. Ich starte erstmal das Spiel, denn ich habe tatsächlich keine Ahnung, wo wir zuletzt stehen geblieben sind. Ich weiß auf jeden Fall, wir haben Lump kehrte nie vom Marco. Ah, stimmt, genau. Wir waren oben am Berg, wo wir da dieses Celeste Easter Egg gemacht haben. Und wir waren ja dabei, nochmal dort hoch zu gehen, um nach der Leiche zu suchen. Ich weiß gerade nur nicht mehr, wie wir eigentlich dahin kamen. Ich war schon wieder. Ich weiß schon wieder, wie wir zum Celeste-Berg kamen. Und zwar, ich glaube, wir mussten sogar ohne diesen Dings da hoch. Und zwar so irgendwie. Genau. Okay, genau, da ist ein Blutfleck. Und wir waren dabei, hier nochmal hoch zu gehen. So. Ah, da ist eine Leiche. Ganz rechts. Ich habe mir ein Bein gebrochen, aber ich habe meinen Traum verwirklicht. Bitte lass mich hier mit einem Erdbeeren ruhen. Mit meinen Erdbeeren ruhen. Dein Cousin. Okay. Aber hier geht's weiter. Wir können ja uns hier noch ein bisschen weiter umgucken. Oha. Das sieht komplett nach einem Celeste-Dings aus. Der Glaube kann dir Flügel verleihen. Ich glaube, das war eine Verarsche. Ohne zu zögern sprang Lump von der Klippe. Er wusste, dass er es schaffen könnte, wenn er genug Vertrauen hätte. Aber nein, er hatte nicht genug. Glaubenssprung. Okay. Also haben wir uns jetzt getötet, weil wir dran glaubten. Was nicht der Fall war. Tja, RIP. Nachdem das Video von seinem Sprung viral wurde, musste Lump einige Zeit zu Hause bleiben, um all den Trolling durch die junge Generation Y zu entgehen. Okay. Tatsächlich weiß ich gar nicht, was wir noch alles machen können. Ach stimmt, die Bombe. Wo waren die? Ich würde gerne versuchen, das aufzusprengen. Ist das da im Hintergrund eigentlich das Loch wegen der Atombombe, die wir geworfen haben? Wahrscheinlich, oder? Brauchen wir nicht. Doch, das brauchen wir, sonst kommen wir nicht hoch. Und danach können wir uns ja nochmal da unten rechts ein bisschen umgucken. So. Hallo. Ich spreng hier mal kurz. Das königliche Königreich hat alle mit Steuern belastet, keinen öffentlichen Dienst geleistet
und wurde immer von Psychos regiert. Die Bombe von Lump direkt unter dem Thronsaal hat das geändert. Es war an der Zeit, dass jemand etwas unternahm, anstatt nur zuzusehen. Lebe den Widerstand. Okay. Tja, haben wir weiteres Ende freigeschalten. 5 Jahre später. Lumps Staatsstreich etablierte ein demokratisches System, in dem jeder seine Meinung durch Abstimmung äußern konnte. Bei der ersten Wahl gewann der reichste Mann der Stadt und bald war alles wieder so, wie es vorher war. Okay. Der hat uns also nichts gebracht. Aber dafür ist hier ein Loch. Abwasserkanäle des Königs. Oh. Ah, okay. Einfach draufschlagen. Gehen wir mal da ganz nach rechts. Was ist da? Okay. Ah, ich habe schon eine Ahnung, wo wir hier sind. Genau. Ich würde gerne hier weiter mal gucken. Da sind wir ja nicht weitergekommen, weil wir nicht so hoch springen konnten. Ups. Okay, na Moment, wir können hier gar nicht hinspringen irgendwie. Ah. Dieses Springen. Okay, vorsichtig. Vorsichtig. Ah, hier ist nichts, okay. Ah, so kommt man tatsächlich hin. Eine Angelrute. Dafür ist jetzt die Tür zugesperrt, okay. Nachdem er diese Angel aufgehoben hatte, verspürte Lump den Drang, angeln zu gehen. Die Minuten wurden zu Stunden, die Stunden zu Jahren und die Jahre zu einer toten Prinzessin, die niemals gerettet wurde. Hobbys. Tja. Ende 12 von 100. Tut mir leid, Princess. Lump erinnerte sich jedes Mal an die Angeltage mit seinem Vater, als er Piranha zum Abendessen hatte. Keine Zeit für Melancholie. Lass uns ein Abenteuer suchen. Okay. Gut, dann gehen wir nochmal hin und diesmal gehen wir durch die Tür und gucken, was da eigentlich ist. Ich habe mir schon gedacht, dass da irgendwas passiert, wenn wir das aufsammeln und ja, tatsächlich. Ja, genau, da lang. Oh. Hallo? Ah. Okay. Interessant. Ich würde gerne wissen, wie wir zu dem kommen. Ah. Hier. Yeah. So. Boom. Ich habe Angst, ihn runterzuschießen. Ja, genau das haben wir auch getan. Ich wette, hier oben in die Ecke können wir auch was machen. Na egal. Dann gehen wir nochmal ganz runter, öffnen das und gucken, was da unten noch so alles gibt. Da haben wir uns ja auch noch nicht richtig alles angeguckt. Hier ist eine Notiz oder so. Du hast da einen Hinweis gefunden.
würde ich mir gern angucken. Kleine lila Süßlinge. Okay. Genau, da ist die Ruhestätte gewesen. Hier rechts ist was. Okay, das können wir nicht. Da können wir nichts machen. Achso, okay. Das Ende hatten wir schon mit dem Sturz. Leider. Okay, gut. Dann können wir nochmal versuchen, den Typen richtig zu erledigen. Boah, wie der weggefetzt ist. Warten. Oh, verdammt. Genau. Ah, doch, hier geht's weiter. Was habe ich hier nicht hinkommen? Ah, von da aus, okay. Verstehe. Aha. Stimmt, wir brauchen noch den Greifhaken, um über die andere Seite zu kommen. Ah, da ist ein Hebel, sehe ich gerade. Aha. Ah, das hat uns jetzt das zerstört. Ah, nee, wir können hier weiter. Okay. Was ist das, ein Pokal? Dunkle Festung, nur dunkle Diener und Bierlieferung erlaubt. Oh. Bier? Nicht ganz. Okay. Okay, wir brauchen auf jeden Fall den Haken dafür. Das ist echt sehr wichtig, der Haken für da unten. Sind wir eigentlich in die Stacheln schon gefallen? Ich weiß nicht. Okay. Dann gehen wir mal da runter. Kämpfen wir einfach so lange, wie wir können. Als ob das kein Ende ist. Ah. Schade. Eigentlich habe ich gehofft, irgendwann kommt ein Ende, wenn wir so viele getötet haben, aber nee. Okay, gut, dann nehmen wir uns das Schwert, den Haken und dann gucken wir uns noch ein bisschen um, weil es gibt noch hier rechts einiges mit den Haken zu entdecken. Mit dem Schild könnten wir vielleicht sogar beides erledigen.
Das kann ich mir vorstellen. Wenn wir das Schild und das Schwert haben, au. Können wir vielleicht das überleben, diesen Kampf da. Hier kommen wir nicht lang. Müssen wir da unten durch. Ich glaube, da kommen wir beides in den gleichen Ort. Genau. Au. Oh, wir haben noch ein Herz. Okay, das macht hier zu. Nur Wartungspersonal. Oh, ups. Dunkle Halle, dunkle Brücke. Nein! Ah, verdammt, jetzt sind wir da runtergefallen. Okay. Dann müssen wir das nochmal machen. So. Hier können wir nichts machen. Genau. Denn ich möchte gucken, was auf der anderen Seite jetzt eigentlich ist. So. Und ach stimmt. Was mit der Schatzkiste? Dies war der richtige Hebel. Die Truhe auf der linken Seite erhält etwas Verderbliches, die auf der rechten enthält etwas Dunkles. Okay. So dunkel wie das. Okay. Etwas befreit, aber wir sind da unabsichtlich runtergefallen. Oh no. Schade. Ei. Okay. Wie wir da hochkommen, weiß ich nicht. Wir müssen irgendwie da. Ich kann leider
Wenn ich vielleicht da drauf stehe? Ne, wir sind trotzdem zu niedrig. Ah, ich muss mich von hier. Ah, ich verstehe schon. Von da muss ich mich darüber hängeln. I understand it. Bowser. Wir haben Bowser? Oh oh. Einfach Bowser freigeschalten. Hi, ich bin Alberto, einer der Schöpfer dieser Welt. Ich bin seit Monaten in diesem Spiel gefangen. Bitte zeig mir den Ausweg. Warum geht's hier überall wieder runter? Ich will nicht gegen Bowser kämpfen. Hallo? Danke, dass du mich befreit hast. Ich bin Bowser und jemand hat mich in den Käfig gesteckt. Bowser verlässt die Gruppe. Oh. Entschuldige. Wir haben Bowser getötet. Also das ist anscheinend kein Ende. Okay. Ah. Oh. Ich denke mal, Bowser können wir nicht erneut befreien. Ich denke, der wird weg sein jetzt fürs komplette Spiel. Irgendwie habe ich so das Gefühl. Nein! Ah, dass ich wieder hier auch ganz rüber muss, so nervig. Geschafft. Du willst also hier raus. Spectre-Palette freigeschalten. Ja. Praktikantenzimmer. Das lese ich jetzt erst, dass das Praktikantenzimmer war. So. Hier war irgendwo noch einer, da oben. Haben wir noch jemanden freigeschalten? Hier geht's auch noch runter. Die Truhe auf der linken Seite erhält etwas Verderbliches, auf der rechten Seite etwas Dunkles. Interessant. Etwas Dunkles. Ich frage mich, was damit gemeint ist. Autsch. Lump erwartete, dass dieser kleine Scherger, genau, das haben wir schon. Ah, verdammt. Das war eigentlich nicht das, was wir wollten. Der war halt so blöd platziert. Naja, gut. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. In der nächsten Folge gucken wir uns dann... gucken wir, ob der Bowser wieder da ist. Und vielleicht können wir ja mit dem dann irgendein Ende noch machen. Oder wir müssen einfach versuchen, alle zu befreien, ohne sie zu töten. Und ja, dann verabschiede ich mich. Bis zu einer weiteren Folge von Revenger. Ciao.